Nein, Selbsterkenntnis im non-dualen Sinne und Selbstentwicklung sind kein Widerspruch, stehen nicht im Konflikt miteinander. Ich kann die Frage sehr gut nachvollziehen, weil oft ist es ja so, dass eben das non-duale Verständnis, wenn wir das mal so nennen wollen, die non-duale Einsicht oder wie auch immer wir das nennen wollen, zu solchen, ich sag mal, Phrasen verdichtet wird, wie, ja, da ist niemand und es gibt auch nichts zu tun. Also so Aussagen, die, wenn sie eben aus dem Kontext gerissen werden und nicht als die verkürzte, komprimierte Form von einer profunden Wahrheit verstanden werden, die sie ursprünglich mal waren, sondern wenn sie eben quasi so leichtfertig, manchmal vielleicht sogar missbräuchlich oder als ja, Totschlagargument auch gewissermaßen verwendet werden. Denn, also, wenn die non-duale Verständnis oder die Selbsterkenntnis einfach, die wohlverstandene Selbsterkenntnis, wenn die eben ja, wohlverstanden ist, also wenn das klar ist und es eben nicht nur auf dieser Ebene von diesen auswendig gelernten Phrasen ist, dann ist auch klar, dass es eben kein Widerspruch zwischen der Erkenntnis unserer wahren Natur und Selbstentwicklung gibt. Warum? Weil die Erkenntnis unserer wahren Natur oder Aufwachen oder wie immer wir das nennen wollen, traditionell wird das ja oft auch Erleuchtung genannt. Ich halte das aber für einen total irreführenden Begriff, weil wenn man, boah, der ist erleuchtet, das klingt sofort so, als ob der irgendwie, ne, Laserstrahlen aus den Augen schießen kann, über Wasser laufen kann, über den Boden schweben kann. Was ja totaler Quatsch ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also, und dazu kommt noch, ein Mensch ist ja nie erleuchtet. Das ist ja nie die Person, die erleuchtet ist. Sowas gibt es überhaupt gar nicht. Ja? Also, das ist alles gefährlich und irreführend. Aber wenn wir im wohlverstandenen Sinne eben unsere wahre Natur, unsere Essenz, unser essentielles Selbst erkannt haben, dann ist klar, dass wenn die Implikationen dieser Erkenntnis auch verstanden wurden, dann ist klar, dass diese Sprüche, diese Phrasen wie es ist niemand hier, es gibt nichts zu tun, die sind auf einer Ebene, sind die halt wahr, nämlich dann, wenn mit es ist niemand da und es gibt nichts zu tun, wenn damit gemeint ist, dass da kein individueller, beobachtbarer Entscheider ist. Und da liegt der Hase im Pfeffer, ne? Also der Hase liegt im Pfeffer bei dem tatsächlichen Verständnis davon, wer wir in letzter Konsequenz eben wirklich sind. Bei der Selbsterkenntnis, da liegt der Hase im Pfeffer. Und ganz oft ist das eben nicht klar und wird nicht verstanden. Und dann läuft natürlich derjenige, der dann solche non-dualen Phrasen, die dann quasi missbräuchlich oder leichtfertig durch die Gegend geschmissen werden, der läuft dann natürlich dann Gefahr, das in den falschen Hals zu kriegen und dann so immer zu hören und dann wird ihm quasi eingeredet und irgendwann redet er sich das vielleicht selber ein, dass es ihn nicht gibt. Was natürlich komplett widersinnig ist, weil allein die Tatsache, dass du dir solche Fragen stellen kannst, erfordert ja deine Existenz, ne? So, also wie man es dreht und wendet, die Tatsache, dass es mich, dich, uns gibt, die ist ja selbstevident. Wenn das nicht stimmen würde, dann könnten wir diese Diskussion nicht führen, dann könnten wir uns diese Fragen nicht stellen, dann könnten wir über sowas gar nicht nachdenken. Also vorhanden sein, existieren, präsent sein, am Leben sein ist ja immer quasi die Voraussetzung von allen Überlegungen und Fragen und Gedanken. Ne? Wenn wir jetzt aber eben im Zuge unseres Selbsterkenntnisprozesses eben untersucht haben, ja, wer bin ich denn wirklich und was für Eigenschaften habe ich denn in ultimative Analyse? Dann wird halt irgendwann einfach eben nicht durch das Auswendiglernen von irgendwelchen bescheuerten Phrasen, sondern eben durch tatsächliche, unmittelbare, direkte Selbstuntersuchung, Introspektion oder Selbstbefragung oder wie immer wir das nennen wollen, aber die Aufmerksamkeit
wendet sich eben nach innen sozusagen, jetzt metaphorisch gesprochen, ne? Und wir untersuchen insbesondere unsere Entscheidungsprozesse und wo unsere Gedanken und Gefühle herkommen, wo die entstehen, was mit denen passiert. Also wir beobachten und analysieren, untersuchen unsere inneren Prozesse und fragen uns halt immer wieder, wer macht das? Wer ist hier der Tour, wer ist hier der Handelnde, ne? Und dann sehen wir eben empirisch, einfach durchs Hinschauen, durchs Untersuchen, dass dieser ja, Entscheider, der jetzt sagt, okay, als nächstes kommt jetzt der Gedanke, als nächstes kommt jetzt dieses Gefühl und so weiter, ne? Dass es den nicht gibt, der ist nicht beobachtbar, ne? Das ist gemeint mit diesen Sprüchen, es ist niemand hier, es gibt nichts zu tun, ne? Weil es ist kein individueller Entscheider beobachtbar. Ist eine Tatsache. Und es gibt dementsprechend für jemanden, den es nicht gibt, gibt es natürlich auch nichts zu tun. Mit anderen Worten gesagt, vielleicht ein bisschen klarer formuliert oder einfach mal mit anderen Worten, Selbsterkenntnis führt zu der Erkenntnis, oder ist die Erkenntnis vielmehr, dass diese Vorstellung von ich im Sinne eines Egos, im Sinne eines individuellen, ja, Entscheiders, dass das eben sehr illusionär ist. Oder nicht nur sehr, sondern eigentlich komplett illusionär ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil wir uns eben die Gedanken, die Gefühle, die in uns auftreten, also man könnte auch sagen, unsere Kognition nicht selber aussuchen können. Also, ne, ich weiß nicht, ob das Kant oder Hegel oder ist ja völlig egal. Einer von diesen alten deutschen Philosophen, der hat mal sinngemäß gesagt, ja, wir haben zwar in dem Sinne freien Willen, so, ne, wir können immer irgendwas wollen und wir können unseren Willen auch in die Tat umsetzen, aber was wir wollen, das können wir uns nicht aussuchen. Ne? So, ne, paraphrasiert jetzt, ne, aber so von der Kernaussage genau das. Und das ist halt das Ding. Wir können uns weder aussuchen, mit welchen körperlichen und/oder geistigen Eigenschaften wir geboren werden. Ne? Wir können uns nicht aussuchen, was als nächstes eben für Impulse in uns auftreten, was für Ideen uns kommen. Das können wir uns alles nicht aussuchen. Wir sind also eben nicht Herr und Meister unserer Kognition. Jetzt wir als Ego, ne? Weil es dieses Ego nicht gibt, weil dieser individuelle Entscheider, das ist wahrscheinlich eine der treffendsten oder prägnantesten Definitionen von Ego, ne? Der ist nicht beobachtbar. Wir treffen zwar ständig Entscheidungen, aber wie wir uns entscheiden, tja, wer entscheidet das? Derjenige, diejenige, dasjenige, das unsere Kognition bestimmt. Entscheidungen sind ja quasi das Ergebnis von Kognition. Mit anderen Worten, Entscheidungen sind auch nur Gedanken, das ist nur eine bestimmte Form von Gedanke, ne? Das läuft ja so ab, wenn du dir das mal bei dir selber mal anguckst. Denk, 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 denk. Grübel, grübel, grübel. So mache ich es jetzt. Ja? Das heißt, es kommt irgendwann der Gedanke, ne, das ist es jetzt, das mache ich jetzt. Die Entscheidung ist wieder nur auch nur ein weiterer Gedanke. Und der ganze Weg dahin, also die ganzen Gedanken davor, die dich dann dahin geführt haben, hast du dir nicht ausgesucht und du hast dir auch nicht ausgesucht, dass dann irgendwann der Gedanke kam, ja, das mache ich jetzt. Das ist damit gemeint. Es gibt, da ist kein individueller Entscheider beobachtbar. Es sind immer Entscheidungen beobachtbar. Es sind immer Gedanken beobachtbar, wahrnehmbar, erlebbar. Ne? Aber wir können nie den Moment beobachten, wo wir uns das aussuchen, was wir jetzt als nächstes denken. Und damit gibt es aus, wenn das klar ist, dann ist auch klar, dass es eben diesen individuellen Entscheider, dieses Ego nicht gibt. Sondern es gibt nur sozusagen diesen wahrnehmenden Raum von Bewusstsein, dieses wahrnehmende Feld von Bewusstsein. Wenn man das mal jetzt so, ja, versucht irgendwie greifbar zu machen, ne? Und in diesem Raum, in diesem wahrnehmenden Feld, also in mir selber, da treten Gedanken und Gefühle und Sinneseindrücke und so weiter auf. Aber ich entscheide nicht darüber, welcher Gedanke, welches Gefühl, welcher Sinneseindruck als nächstes in mir auftritt.
Ich bin letztlich aus, ne, an, in diesem, auf dieser Stufe der Erkenntnis lediglich der Wahrnehmer von all dem. Wenn das klar ist, dann ist schon viel gewonnen. Aber wenn wir jetzt auf dieser Wahrnehmerposition oder auf dieser Stufe der Erkenntnis quasi verharren und sagen, okay, ich kann überhaupt nichts entscheiden, weil ich mir meine Gedanken nicht aussuchen kann. Und deswegen ist natürlich alles, was irgendwie in Richtung Selbstentwicklung geht und irgendwie in Richtung Arbeit an mir selber, ich mache was aus mir, aus meinem Leben, ja, strebe nach irgendwelchen Zielen oder so, das ist ja damit ja alles hinfällig, weil ich habe ja überhaupt, ich kann mir ja gar nichts aussuchen. Das ist natürlich ein Missverständnis, ne? Weil, wie gesagt, wir treffen ja ständig Entscheidungen. Nur derjenige, der da entscheidet, der ist nicht beobachtbar. Da liegt ja der Hase im Pfeffer. Wir treffen ständig Entscheidungen und natürlich entwickeln sich Menschen. Natürlich ist Selbstentwicklung, wohlverstandene, also alle Formen von Selbstentwicklung, schlechte, aber auch gute, sind natürlich möglich. Das lässt sich ja auch ständig beobachten. Wir sind ja auch von vielen sowohl schlechten als auch von guten Beispielen umgeben in der Welt. Selbstentwicklung ist natürlich möglich. Du kannst natürlich dich innerhalb von wenigen Jahren massiv verändern und total weiterentwickeln, ganz klar. Aber das kannst du. Das kann nicht dein Ego. Weil dein Ego, das ist damit gemeint, mit diesen phrasenhaften Aussagen, es ist niemand da, es gibt dich gar nicht, es ist, ne, es ist niemand zu Hause sozusagen, da oben, ne? Das ist damit ja gemeint. Es gibt kein Ego. Es gibt keinen individuellen Entscheider. Es gibt keinen beobachtbaren Gedankenauswähler. Ne? Deine Kognition passiert und du kannst quasi dir nicht aussuchen, was deine Kognition halt macht. So. Ne? Okay. Aber gleichwohl ist es ja eine Tatsache, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir ständig Entscheidungen treffen und durch diese Entscheidungen, die wir immer treffen, uns eben auch so oder so entwickeln können. Aber wer macht das denn dann? Wer trifft denn diese Entscheidungen, wenn da kein individueller Entscheider, kein separates Selbst, das sich eben, das jetzt diesen Gedanken oder jenen Gedanken auswählt und dadurch dann eben zu der Entscheidung, zu der Handlung, zu dem Verhalten, zu dem Lebensweg eben kommt? Ja, wer macht das denn dann? Ja, in religiöser, bombastischer Sprache ist das Gott. Ja? Oder die Nornen oder Brahman oder. Ja, also halt die Allmacht. Um es so neutral zu sagen, ne? Oder das Universum, auch eine neutrale Formulierung quasi. Ganz egal, wie wir das nennen, funktional, also jenseits von sozusagen kultureller, ja, Begriffsaufladung, funktional ist einfach damit gemeint, dass ständig Entscheidungen getroffen werden, dass aber der Kognitionsprozess, der zu diesen Entscheidungen und damit eben dann zu dem Verhalten, was unseren Lebensweg eben formt und bestimmt, zu unserer Entwicklung eben ausmacht, dass dieser Entscheider, der das macht, dass der nicht beobachtbar ist. Und weil es eben nicht beobachtbar ist, kann man dem Kind auch so viele Namen geben. Wir können auch einfach sagen, es ist unser Unterbewusstsein, weil das können wir ja auch nicht beobachten. Und das ist ja auch, findet da in der Literatur ja auch ständig statt, sowas. Dass dann eben, also ein Paradebeispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist Joseph Murphy. Der spricht fast immer vom Unterbewusstsein. Also das Unterbewusstsein ist Gott. Ne? Es gibt natürlich ein individuelles Unterbewusstsein, aber das ist ja nur eine Lokalisation vom universellen Unterbewusstsein oder vom kollektiven Unterbewusstsein, um es mit Jung zu sagen quasi. Ne? Das ist immer. Wir hängen uns halt als Menschen, weil wir so in unserem konditionierten, konzeptualen Denken festhängen ganz oft, hängen wir uns dann immer daran auf, welches Wort verwendet wird. Das ist am Ende alles immer sehr unwichtig. Es geht immer um die funktionalen Beziehungen sozusagen, um den funktionalen Zusammenhang oder die funktionalen Zusammenhänge. Und hier in unserem Kontext ist es halt, es werden Entscheidungen getroffen, jeden Tag ständig. Ne? Also ich trinke jetzt Tee oder ich trinke jetzt Wasser oder ich trinke jetzt Kaffee und ich esse jetzt ein Brot oder ich esse jetzt ein Eis oder whatever. Wir treffen ja ständig Entscheidungen, vom völlig banalen bis ins total gigantische, halt, ins total bedeutsame. Ne? Aus unserer kleinen Perspektive bedeutsam auf jeden Fall. Ne? So, also Entscheidungen die ganze Zeit, feuerfrei, jeden Tag.
Aber es ist kein, bei genauem Hinsehen, bei genauer Introspektion eben kein Entscheider beobachtbar, kein Gedankenauswähler, kein, er ist kein Steuermann, der jetzt sozusagen dieses Schiff der Kognition irgendwo hinlenkt, sondern die Kognition passiert einfach. Und dieser, derjenige, dasjenige, die Allmacht, die diese Kognition eben steuert, Mutter Natur, die Nornen, Gott, whatever, was wir sagen wollen, ist halt eben nicht als Objekt beobachtbar. Also wir können diesen Entscheider, diesen tatsächlichen Entscheider, diesen universellen Entscheider, den können wir nicht, den kriegen wir mit unserer Aufmerksamkeit nicht zu fassen. Den können wir nicht beobachten. Und weil er nicht beobachtbar ist, sondern immer nur das, was aus ihm rauskommt, nämlich der Gedanke, das Gefühl, die Kognition, also immer nur sozusagen sein Produkt, sein Ergebnis, aber nie er selber. Deswegen können wir da auch eben so unendlich viel drum rumschwurbeln, weil man es nicht beobachten kann und deswegen ist es halt nicht objektiv feststellbar. Das ist nämlich genau, da liegt da der Hase im Pfeffer. Und wenn es nicht objektiv ist, was ist es dann? Ja, es ist subjektiv. Und das ist ja auch genau das, was wir hier eben machen im Kontext von Non-Dualität, Advaita Vedanta oder Non-Dualen Tantra oder wie immer wir das alles auch immer nennen wollen. Namen sind Schall und Rauch, aber wenn wir uns selbst beschäftigen, also nicht mit unserem Körper, oder mit unseren, weiß ich nicht, Errungenschaften oder so, sondern wenn wir jetzt wirklich ganz genau nach tief reinschauen, nach innen schauen, also mit unserer Essenz, wenn wir uns mit unserer Essenz beschäftigen oder die untersuchen, erkennen wollen, wenn wir eben nach tiefer Selbsterkenntnis streben, dann machen wir genau das. Wir untersuchen das Subjekt. Wir untersuchen das Subjekt und das Subjekt ist halt eben nicht der Gedanke, das Gefühl, die Kognition. Nein, das Subjekt ist halt eben in ultimativer Analyse sowohl der Raum, in dem die Kognition auftritt, als auch die Substanz, aus der die Kognition besteht. Das ist in ultimativer Analyse Selbsterkenntnis, ne? Zu erkennen durch eigene, tatsächliche, direkte Selbstuntersuchung. Ja. Ich bin die Substanz, aus der meine Gedanken, Gefühle, meine Kognition, also auch meine Sinneseindrücke, aus der alles, was ich wahrnehme, besteht. Und sie tritt in mir auf. Ich bin also sowohl das Feld oder der Raum, in dem das alles passiert, in dem das alles auftritt, als auch die Substanz, aus dem das halt besteht, das ganze Zeug. Und diese Substanz, diese sich selbst wahrnehmende Substanz, wie immer wir die nennen wollen, Brahman, Gurt, Gott, whatever, ne? Die schlüpft halt eben in zahllose Formen und Farben, in zahllose Charaktere. Also metaphorisch gesprochen, dieser Körpergeist hier und ne, alle anderen Körpergeister, die Vögel da draußen, die Zuhörer, ne, also ganz egal, jedes Lebewesen ist eben so eine Lokalisierung oder Modulation oder Aktivität von dieser sich selbst wahrnehmenden Ursubstanz. Oder in religiöser Sprache eben von Gott. Ne? Oder von Bewusstsein. Oder vom Quantenfeld. Oder. Aber da ist diese eine wahrnehmende Substanz. Und diese Substanz moduliert sich. Wir können das auch einfach Energie nennen. Diese Energie moduliert sich, formt sich temporär, zum Beispiel eben zu diesem Körpergeist oder ne, zu dem anderen oder zu dem oder zu, ne, so, zu den ganzen Lebewesen halt. Und diese Lebewesen, die entwickeln sich natürlich. Das ist ja live und in Farbe beobachtbar. Also mal schneller, mal langsamer. Was findet Entwicklung statt? So, und das ist halt einfach nur Selbstexpression und Selbsterfahrung vom einen, von dieser einen Ursubstanz, von Gott. Also in bombastischer Sprache, ne, Gott, er träumt quasi diese ganzen Charaktere und schlüpft dann in diese Rollen, die er sich selber ausgedacht hat. Und erlebt dann aus Perspektive und durch den, ja, individuellen Filter dieses Charakters halt eben das Spiel des Lebens. Das heißt, alle Selbstentwicklung, die also aus deiner Ego-Perspektive, meine ich jetzt ganz wertfrei,
stattfindet oder erlebt wird oder getan wird, das ist einfach dieser in metaphorischer Sprache, ne, der erträumte Charakter, der halt diesen Traum erlebt. Und aus seiner Ego-Perspektive sieht das halt dann so aus. Ja, ich habe das jetzt gemacht, ne? Ich habe so und so, ne? Oder im Negativen halt, oh, da habe ich jetzt Fehler gemacht, da habe ich jetzt Schuld auf mich geladen, da bin ich dran schuld. Oder eben im Guten, ja, ich bin so geil, das hat mich richtig gut gemacht, ne? So, und das ist alles menschlich und normal und alles okay. Ist alles in Ordnung. Nur immer wieder, wenn wir uns halt wieder einfangen quasi und dann wieder, ach so, ja, wie ist es denn wirklich? Komm, wir fahren mal kurz runter, gucken uns das mal genauer an. Dann ist es halt, ja, der Prozess, der dahin geführt hat zu dieser jetzt ach so schlimmen oder ach so tollen Tat, den hast du dir halt nicht ausgesucht. Du hast dir diese Gedanken, die dich dahin geführt haben, die dich dazu gebracht haben, diese Entscheidung zu treffen und dann so und so zu handeln, die hast du dir nicht ausgesucht, weil es diesen Moment, wo du quasi ins Gedankenkaufhaus gehst und dir den Gedanken oder diesen Gedanken aus dem Regal nimmst, den gibt's nicht. Ne? Sondern der Gedanke kommt halt so, wie er eben kommt. Man könnte auch böse sagen, du bist quasi die Marionette deiner Kognition. Und wer betreibt diese Kognition? Der sucht quasi im Hintergrund aus, was du als nächstes denkst. Ja, nicht dein wachbewusster Verstand. Ne? Die Gedanken kommen, die daraus resultierenden Handlungen finden statt. Und dann wird immer in der Retrospektive, immer im Rückblick dann quasi gesagt, ja, das habe ich gemacht. Ich habe bababa, ne? Oder ne, auch, oh ja, das war ich. Ne? Aber in beide Richtungen. Von negativ über neutral zu positiv. Aber dieses Ich war halt dann, wenn wir ehrlich sind, eben nur sozusagen der Ausagierer, ne? Der Akteur, der quasi diesen Kognitionsauftrag dann quasi ausgeführt hat. Aber der hat sich diese Kognition halt nicht selber ausgesucht, ne? Und daraus kommen dann halt eben solche Sprüche wie, es ist niemand da, es gibt nichts zu tun, weil nämlich halt eigentlich alles völlig automatisch passiert. Ne? So, aber es ist niemand da, ist natürlich eine total irre, also das kann man halt vollkommen falsch verstehen. Ne? Dass es nichts zu tun gibt, kann man auch völlig falsch verstehen. Dass unsere Körpergeister die ganze Zeit was zu tun haben, ist doch eine selbstevidente Tatsache. Die müssen zum Beispiel atmen und essen und solche Geschichten. Und die müssen auch arbeiten und Geld verdienen und bla bla bla. Ne? Es gibt immer was zu tun. Ne? So, und das ist auch in Ordnung. Ne? Und es gibt natürlich auch jemanden, der das tut. Ne? Es geht einfach nur darum, zu erkennen, dass diese Ego, ja, Ego-Illusion eben, dass es halt eine Ego-Illusion ist. Ne? Dass derjenige, der eben bestimmt, was als nächstes quasi für ein Gedanke in dir auftritt, was dir für eine Idee kommt, was du für Eingebungen hast oder eben nicht hast, dass das eben, das kannst du dir eben nicht mit Willenskraft aussuchen. Ne? Darum geht's, ne? Zu erkennen, das ist mal, ja, vielleicht ein bisschen auf den Punkt gebracht. Alle Selbstentwicklung ist sozusagen in ultimativer Analyse immer einfach ein Geschenk. Ein Geschenk von Mutter Natur, von Gott, was immer du für Formulierungen bevorzugst. Die Pflanzen jetzt hier zum Beispiel, ne? Also, sind hier so, wie heißt mexikanische Dreimastblumen, glaube ich. Ich glaube, das ist die Bezeichnung. Diese Pflanzen, ne? Schneidest du ein Stück ab oder knickst so einen Trieb ab oder so. Also nimmst ein Stück von der Pflanze und steckst die ins Wasser. Und ja, eine Woche später kommst du wieder, sind Wurzeln dran. Passiert einfach, die wächst einfach, ne? Und dann werden halt, wenn du das öfter machst, dann werden halt aus dieser, du hattest vielleicht mal eine Pflanze, die hast vielleicht mal geschenkt gekriegt, so war es bei mir. Ich habe vor, ach, weiß ich nicht, wie viele Jahren mal so eine kleine Pflanze mal geschenkt bekommen. Mittlerweile habe ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 30, 40 von diesen mexikanischen Dreimasterblumen, die auch phasenweise richtig schön blühen und so weiter. Das passiert alles automatisch, aus meiner Perspektive jetzt, ne? Das Wachstum. Aus der Innenperspektive von der Pflanze ist das natürlich alles, oh,
jetzt hat mich hier einer abgeknickt und jetzt muss ich hier Wurzeln rausdrücken und boah, krass. Ne? So ist das halt eben auch, ne? Der Mensch jetzt, ne? Aus seiner Innenperspektive, aus seiner Ego-Perspektive ist es halt eben, ach, ist das alles stressig? Ist das alles dramatisch? Ist das alles anstrengend? Ist, ne, alles ganz, ganz wild. Ja, aber das ist halt, das sieht halt nur aus dieser illusionären Perspektive so aus. Wenn du in irgendeinem Moment, wo jetzt, also du fühlst dich jetzt vielleicht zum Beispiel total gestresst und du machst jetzt sozusagen so ein Snapshot von diesem Moment. Stell dir mal magischer Screenshot quasi. Du kannst nicht nur Bilder quasi sozusagen aufnehmen, sondern du kannst auch mit diesem magischen Super Screenshot auch Gedanken und Gefühle und so weiter aufnehmen. Also den ganzen Moment einfangen quasi, ne? Und dann untersuchst du den. Ja, und was findest du dann da? Also was ist der Stoff, aus dem das alles gemacht ist? Diese Sinneseindrücke, diese Gedanken, diese Gefühle, das ganze Zeug, was auf diesem magischen Screenshot eben festgehalten worden ist. Ja, das ist alles nur Wahrnehmung, ne? Also auch der schlimmste Stress, also ist auch halt, wenn du genau hinguckst, was ist das jetzt eigentlich? Was ist das eigentlich jetzt für eine Substanz? Ein Zeug? Ja, Wahrnehmung, ne? Oder Bewusstsein, oder was immer du, wie du es nennen möchtest. Oder wir können einfach sagen Existenz, weil in dem Moment existiert das ja. Alles, was ist, ist. Also, ne? Nichts außer Existenz existiert. So, und dieses, ich fühle mich jetzt gestresst oder was auch immer, ne? Negative Emotion XY oder auch positive Emotion XY, ganz egal, ist halt auch nur eine Modulation, eine temporäre Erscheinungsform dieser einen Ursubstanz. Egal, wie wir sie nennen. Und das bist ja du. Ne? Also wir alle, ne? Das ist unser essentielles Selbst. Diese sich selbst wahrnehmende Energie oder Substanz oder was immer wir sagen wollen, ne? Die dann halt eben in die Perspektive, in die Rolle von dem einen und von dem anderen und von dem nächsten schlüpft. Aber in ultimativer Analyse immer nur sich selbst erlebt. Deswegen ist halt Stress und Drama und Tragik auch eigentlich überhaupt gar nicht schlimm, weil das bist ja nur du selbst. Ultimative Analyse. Aber das erstmal sehen zu können oder das erstmal überhaupt, ich sag mal, rational nachvollziehen zu können, ist ja schon ein ganz großer Schritt. Aber das dann auch im Moment des Dramas auch zu erinnern und dann auch das dann dementsprechend auch zu fühlen, das ist natürlich ein weiterer, also ein ganz großer weiterer Schritt. Das kann ja Jahre dauern, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn ich jetzt, ja, also ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass das jetzt bei mir jemals sozusagen abgeschlossen ist und es ist nie wieder mal irgendeinen Moment gibt, wo ich dann quasi mich halt doch irgendwie von, ja, vom Drama halt irgendwie quasi catchen lasse. Das gehört dazu. Das passiert natürlich. So, also Selbstentwicklung in all ihren Formen, ne, sowohl jetzt eben spirituell, wenn wir es so nennen wollen, als auch zum Beispiel körperlich, als auch ach, in allen Bereichen ist natürlich, die findet statt, aber das ist halt letztendlich immer ein Geschenk. So wie eben auch hier das Wachstum von den Pflanzen, ne? Oder das ganze Leben ja überhaupt. Es kann ja, also, ne, dass es überhaupt Leben gibt. Das ist ja eigentlich der, dass es überhaupt, ne, dass es überhaupt irgendwas ist. Das ist ja eigentlich das ganz große Wunder. Und das ist ja, das kannst du ja nicht mit, das ist ja keine persönliche Leistung von irgendjemandem. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das sind alles einfach nur, ja, Geschenke eben, ne, der Allmacht. Von Gott, von den Neuen, whatever, ne? Ist halt so. Und
Ja, also Selbstentwicklung und Selbsterkenntnis im non-dualen Sinne sind überhaupt kein Widerspruch. In keinster Weise. Ich würde sogar sagen, dass Selbsterkenntnis, die Erkenntnis unserer wahren Natur, unseres essentiellen Selbst, dass das alle Selbstentwicklung im konventionellen, engen Sinne so, ne, im Sinne von, ich will mich jetzt, will jetzt neue Skills erlernen, ich will jetzt das und das besser können, ich will jetzt, weiß ich nicht, Unternehmen aufbauen oder was immer das jetzt bei dir ist. Das wird dadurch alles viel einfacher. Das wird dadurch alles viel einfacher, weil die ganzen negativen Emotionen, der ganze Stress und so weiter, halt komplett seine, ja, also seine Bedeutsamkeit, seine Dramatik quasi verliert. Das ist halt einfach viel entspannter und viel gelassener. Was halt nicht heißt, dass du nicht trotzdem nochmal irgendwie hochfahren kannst, und das macht ja auch Spaß ein Stück weit. Das ist ja auch irgendwie Lebendigkeit so, ne? Das verlierst du dadurch ja nicht. Aber, es wird einfach alles leichter und heller, ne? Und das ist halt gut, ne? Und macht halt auch so ganz klassische Selbstermittlungsprozesse im Sinne von, ich erlerne jetzt ein bestimmtes Skillset, um bestimmte halt auch materielle Ziele zu erreichen. Das wird dadurch halt alles viel einfacher, ne? Also lange, 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 lange Antwort auf die Frage. Nein, ne? Selbstentwicklung und Selbsterkenntnis im non-dualen Sinne, ja, sind überhaupt kein Widerspruch, auch wenn es vielleicht phasenweise auf der Reise sozusagen, auf dem Weg, auf dem Erkenntnisweg phasenweise so aussieht. Das sieht halt dann so aus, dass das ein Widerspruch ist, wenn man das mit dem, es ist niemand da, es gibt nichts zu tun, wenn das nicht verstanden wurde, wenn das nur so als so eine Phrase macht, das irgendwie im Kopf und es hat sich da festgesetzt und dann ist das so eine, ja, erlernte Hilflosigkeit quasi, ne? Aber das ist halt ein Missverständnis, das ist halt ein